Oh, ne, schon wieder die Viecher. Oh, was ist das denn? Eieieiei, hört auf. Au, au, au. Wir müssen jetzt ja bloß André finden, soweit ich weiß. Zum Arzt müssen wir ja nicht mehr, wir sind ja jetzt... Lobos ist ja soweit fertig operiert. Boah, ich muss mich gerade voll konzentrieren, weil die Viecher einfach nur nervig sind. Super, da haben wir den ersten. Ja. Und da ist der Leben deswegen wieder weg. Weil ich einfach mal zu dumm anstelle. Hallo, hi, ich mach dir. Danke. Wie komme ich denn an dem ran? Irgendwie will er nicht. Doch, langsam, aber sicher wird das was. Na bitte, geht doch. Yeah! Ja, und gleich geht's weiter mit der schönen Musik. Erstmal wieder das Leben auftanken. So, und da hinten war auch noch einen, habe ich gesehen. Ach schön. Wo gerade, wo in Berlin so viel schön Schnee liegt. Was eigentlich die Weihnachten voll gefehlt hat. So. Hier. Super, super. Das läuft doch ein Schnürchen. Okay, hier geht's auch weiter. Ich frag mich nur noch, wie lange das Spiel noch überhaupt geht. Das kann ja eigentlich gar nicht mehr so lange gehen. Was sind das hier für Clowns? Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Oh, cool. Na komm. Hey. Ja. Ja. Komm mal denn jetzt hin. Boah, die haben sich überall eingenistet. Hey, eine rote Dose. Kacke. Boah. Alter. Dass da einfach mal mit Sparschwein eine orangene Dose versteckt, das hört natürlich auch geil. Aua. It's Kopf Larry, ich verfluche dich. Dich und deine Schafe, deine Scherge. So. Gibt's noch irgendwo einen Fuzzi, den ich abschießen kann? Nee, ne? Schade. Na gut, dann geht's weiter. Doing. Doing. So. Doing. Hoppala, das war knapp. Ich bin ein bisschen leicht erkältet. Ich hoffe, dass das soweit nicht stört. Aber die letzten Tage hätte ich zum Beispiel nicht aufnehmen können. Das war dann doch ganz schön extrem, aber jetzt geht's wieder ein bisschen. Und mal gucken. Halt mal die Klappe. So, danke. Und die Treppe hoch. Oh, und die grüne Dose, die hatten wir auch lange nicht mehr. Ich habe ja auch hier Rayman Origins gespielt.
war da erst ein bisschen skeptisch, weil das wieder ein 2D-Spiel war, obwohl das eigentlich ein totaler Klassiker von Y-Ramen ist. Und es hat mir richtig gut gefallen, also kann ich bloß empfehlen, vor allem mit diesem 2D, mit diesem 3D-Effekt, der im 2D da versteckt ist, dass man halt so ein bisschen noch 3D sieht, die Figuren. Das ist doch sehr positiv zu bedenken, also macht echt Spaß, das Spiel zu spielen. Und ja, und dann ist jetzt auch wieder ein neues rausgekommen, Rayman Legends, glaube ich, hieß das. Das habe ich leider noch nicht gespielt. Mal gucken, ob ich irgendwann mal dazu komme, mir das Spiel zu kaufen. Und ja, ich kann es bloß für jeden empfehlen. Oh, das ging ja schnell. So, wo geht's denn hier lang? Ich würde sagen, wir nehmen erstmal die rote Dose und machen die Türchen hier auf. Was gibt's denn hier Schönes? Hey. Was war das denn? Also die Kameraführung ist manchmal doch ein bisschen verwirrend. Wo geht's denn hier lang? Hier geht's einfach weiter. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte noch gucken, was da oben... Was ist das denn? Ja. Wir gehen gleich mal wieder zurück. Wenn das überhaupt funktioniert. Ja, na klar. Super. Na, so. Und wir gucken mal, was es hier oben noch so Schönes gibt. Ach, wir brauchen die blaue Dose. Scheiße, Scheißendreck. Gibt es hier nirgends so eine blaue Dose? Mal hier rein? Nö, schade. Vielleicht kriegen wir noch die blaue Dose und ja, dann werde ich nochmal wieder zurückgehen. Schade. Attacke! Grausame Macht von Tetris. Irgendjemand lacht so hässlich. Oh, Hitzkopf Larry. Du kleine Sau, du. Du kleines Mongo-Kind. Oh, schade. Yippie! Juhu! Haha! Yippie! Und wir müssen nach oben. Nach oben. Es geht immer bergauf. Erpisch dich. Aua. Nein. Schade, das hat er nicht mehr gesehen. Und ich höre wieder einen Hilferuf. Das ist dann die Nummer 5. Aber dazu kommen wir doch. Machen wir denn die gelbe Dose her? Ach, da oben ist er. Ist nur die Frage, wie wir da hochkommen, nicht wahr? Ach, da ist einer. Wo kommen die denn jetzt her? Au. Nicht cool. Leute, das ist nicht cool. Hört mal auf. Ach, der ist wieder eine gelbe Dose. Ja. Hellseherfähigkeiten aktiviert. Nummer 5. Ich muss los, aber nicht zu schnell. Was hast du gesagt? Okay, diesmal müssen wir uns ein bisschen mehr beeilen. Das ist ja halt der scheiß Zeitdruck, aber das geht ja einigermaßen. Vor allem mit der blauen Dose, der hält sich ja so ewig lang, der Anzug. So, zack, 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 zack. Hui! Wo bist du mal dein Dank? Och nö, scheiße. Na, vielleicht wäre das trotzdem. Verdammt, verdammt, verdammt. Oh, wo kommt der denn her? Was habe ich jetzt bekommen? Eine rote Dose? Nee. Was habe ich bekommen, Leute? Ach, da vorne. Eine blaue Dose? Eine blaue Dose? Ist es eine blaue Dose? Es ist eine blaue Dose. Super. Wo geht's hier lang? Ich bin immer so neugierig. Da sind wir doch gekommen, oder? Ja.
Schade. Okay. Yay. Haha, bin ich fertig. Nein, eigentlich nicht, aber. Hi, oh. Und wir haben auch dieses Level geschafft. Mir scheint da ein Grafikfehler zu sein, wenn da bloß 4 Sterne zu sehen sind. Waren das nicht mal 5 Sterne? Ich weiß gar nicht. Hau der Support, tschüss. Oh. Hilfe. Och, hier ist einer ganz in der Nähe. Hilfe. Bloß wo? Wo ist der Fuzzi? Der Typ scheint noch nicht. Ach da. Mann, bin ich blind? Alter, nerv mich. Nerv mich. Nummer 6. Ich muss los meinen Goldfisch abbürsten. Okay. Oh, Snowboard fahren. Geil. Globox. Boah, geil. Geil ist das denn. Hat ein bisschen wieder was von diesem Dancing Snowboard gedöns. Aber das ist natürlich auch cool. Aua. Kann ich nicht auch springen oder so? Aua. Ich kann wirklich nur ausweichen, wie es. Scheiße. Boah, ist das Hammer. Wow. Ey, Raymond, dreh dich mal um, Junge. Du siehst sonst nix. Du verdrehst dir noch deinen Hals. Ach so. Ah, hab grad die A-Taste gedrückt und dann ist er wieder vorne voraus. Yeah. Raymond ist auch so ein Alleskönner, kann er sein. Globox ist viel schneller als ich. Ja, mach ich gleich. Yeah. Ich glaube, wir haben Globox eingeholt. Eieieiei. Wow, wow, wow. Oh, chill mal. Wir haben es ja gleich geschafft. Nein, Globox nicht einholen. Ich bin hier der King. King of the Snow. Ich seh nix. Oh, der klare Sternhimmel ist ja auch schön. Boah, die Hoodrooms scheinen echt Spaß zu verstehen, was die hier alles gebaut haben. Jetzt Bob fahren. Klasse. Ach du Scheiße. Die sind genauso organisiert wie die Orks von Herr der Ringe. So. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Was ist das denn? Nicht schlecht, Leute, oder? Da bin ich mal gespannt, was da auf uns wartet. Andy ist dort! Da bin ich ganz sicher! Super, gut zu wissen. Ich habe ihn so lange in mir getragen, dass ich ihn noch immer spüren kann. Super. Guten Tag. Sie betreten das Hauptquartier der Black Loser. Nice. Außentemperatur 52 Grad minus. Raumtemperatur über 37,2 Grad. Tendenz steigend. Oh Gott. Oh, die Dame hat eine wunderschöne Stimme. Ich würde ihr gerne guten Tag sagen. Viele Kisten mit diesen komischen Boxen. Klasse, Harry, machst du super. So. Eieiei. Okay, es wird schwer. Puh, Versuch Nummer 2.
Versuch Nummer 3. Nummer 1. Ah, meine Stimme. Ich muss los. Das Rad neu erfinden. Ach, herrje. Das Rad neu erfinden? Was hast du gemacht, Kumpel? Ja. Hab ich jetzt irgendwas bekommen? Das wäre echt cool zu wissen.